Guten Morgen und grüß Gott. Eine unruhige Nacht liegt hinter mir, nicht wegen Gewitter oder irgendwas, sondern wegen den Zügen, die hier im Tal durchfahren. Die sind echt laut und die kommen gefühlt alle 5 Minuten. Aber trotzdem hat man 4-5 Stunden irgendwie doch schlafen können, glaube ich. Ja, man war immer wieder wach und ist wieder eingeschlafen. Kann man nicht genau sagen, aber sonst eigentlich ein schöner Platz hier. Das Einzige, die Waschhäuser sind in die Jahre gekommen. Da liegen die Pläne schon aus. Ist geplant eigentlich für diesen Jahr gewesen, für diesen Winter gewesen, aber durch den Mangel vielleicht an Baumaterialien kann es nicht garantiert werden, dass es bis zum nächsten Frühjahr fertig ist. Also wird es noch um ein Jahr verschoben, aber sonst ist es recht schön und toll gelegen, wenn nicht diese Züge wären. Ja, 15 Euro habe ich hierfür bezahlt, eigentlich völlig okay. Ja, und nun geht es weiter am 8. Tag Richtung Rothenburg ab der Tauber. Also es geht jetzt erstmal runter am Main weiter bis Ochsenfurt und dann geht es über den Berg nach Kremling ins Taubertal. Da, wo ich 2019 auch schon war, ja, auch wenn das eine Wiederholung ist, man kann sich nicht an alles erinnern. Und dann ja, ist alles gar nicht so schlecht. Also das kann man ruhig machen. Also auf meiner Tour hier Richtung Süden ist es normal so, dass man da vorbeikommt. Ja, Lust habe ich. Ich hoffe nur, dass der Regen wegbleibt. Es soll eigentlich mehr regnen heute, viel mehr. Und dann, ja, müssen wir sehen, vielleicht ziehen sie auch wieder vorbei, die Schauer. Werde ich sehen, vielleicht heute Abend. Hoffentlich auf dem Campingplatz, wenn das viel geregnet hat oder so, weiß ich nicht. Vielleicht doch ein Hotel, aber ich habe da nicht so, eigentlich nicht so die Lust zu, weil Radreisen und Zelten gehört fast eigentlich zusammen für mich. Macht eigentlich mehr Spaß als im Hotel, aber Fulda oder so. Mal so ein, zwei Mal zwischendurch ist es für mich eigentlich okay, um mal alles wieder auch zu waschen und so durchzuräumen. Aber naja, ich werde jetzt gleich das Zelt alles zusammenpacken. Dann geht's los. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei am 8. Tag auf dem Weg nach Garmisch. Es sind jetzt noch 377 Kilometer circa. Kilometer habe ich schon trocken geschafft, bin kurz vor den Toren von Würzburg. Da hinten ist noch ja, das Kloster Oberzell zu sehen. Oh, bis jetzt ist alles ruhig, Himmel ist noch dicht, läuft alles dran. Weiter geht's, oder? Ja, Würzburg, ja, das kenne ich auch noch, das habe ich auch noch im Kopf. Mal sehen, ob ich da mal in die Innenstadt fahre. Das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Ich hätte jetzt Zeit dafür. So weit ist der Weg ja nicht nach Rothenburg. Schauen wir mal.
Ich habe jetzt nur so einen kleinen Schlenker durch die Innenstadt gemacht. Da gibt es bestimmt noch viel mehr zu sehen. Denn es fängt jetzt auch an zu regnen. Letztes Mal hatte ich hier strahlend Sonnenschein. Da sieht jetzt doch alles noch ein bisschen besser aus. Naja, kann ich nichts machen. Ich muss es nehmen, wie es kommt. Es gießt jetzt nicht gerade. Aber schön ist es aber auch nicht. So, und jetzt geht als nächstes das größte. Nächste ist dann Ochsenfurt. Das ist mein Ziel. Auch eine schöne Stadt, das weiß ich noch. Da habe ich ja gezeltet letztes Mal. Das war doch schön. Aber heute im Grauen. Naja, ich stehe hier gerade unter der Brücke, werde hier ein bisschen was essen. Kleinigkeiten und dann geht's weiter. Da kommt doch glatt noch die Sonne raus. Gar nicht mit gerechnet. Naja, bis jetzt war es echt nur ein bisschen, so ein bisschen vor sich hingeniesel. Nur leicht nass geworden. Und nun scheint die Sonne sofort warm. Aber der nächste Schauer kommt bestimmt. Ich hoffe nicht, aber werden wir sehen. Regenklamotten behalte ich ein bisschen an. Lass die Jacke auf und dann schauen wir mal, was kommt. In Ochsenfurt, der schönen Stadt, die ich schon kenne, da regnet es gerade ordentlich. Da ist ein so ein dicker Schauer, der gerade hier durchgeht, aber Hauptsache kein Gewitter. Jetzt ist es vorbei mit dem Main. Jetzt fahre ich auf den Gaubahnradweg, der hier da ausgeschildert ist, schon da hoch. Da soll ich hin. Ja, in der Stadt ist ein bisschen viel los. Ja, da war irgend so ein Fest. Natürlich auch Leckeres zu essen, aber irgendwie habe ich noch keinen Hunger, es ist noch keine 11. Bald ist 11. Aber irgendwann ein anderes Stück werde ich mal was essen. Aber im Moment noch nicht, jetzt geht es auch ein bisschen bergauf. Ja, da muss man noch nicht was Dickes oder irgendwas essen. Naja, es geht weiter, hier ist mir das auch zu laut. Und fahre lieber mehr durch Regen. Hier bei Gelchheim habe ich anscheinend den höchsten Punkt jetzt erreicht, 110 Höhenmeter. Hinauf ging es ja bis zu 2%, also ganz gut, aber dieser Wind, den hatte ich teilweise als Gegenwind und dann ist das auch noch so frei gewesen. Ui, das ist anstrengend. Das ist schlimmer wie bergauffahren. Wind ist nicht so toll. Und Regen, im Moment sieht es nicht so aus, es ist zwar grau,
sehr herbstlich, muss ich sagen. Es ist frisch. Ich hoffe, ich komme bald wieder ins Taubertal runter. Da wird der Wind vielleicht ein bisschen ruhiger werden und auch wieder ein bisschen wärmer. Ja, Mittag ist auch bald. Werde ich auch mal sehen, dass ich irgendwo eine schöne Pause kriege. Ich habe ja eigentlich genug mit, was ich noch essen kann. Schauen wir mal. Eigentlich ein schöner Weg, wenn das nicht so pustig wäre. Wohl Aussichten hat man echt. Da ist sie nun, die Taube. Ich habe sie erreicht. Das ging sogar noch ein Stück höher, so 10 Meter. Und dann geht es wieder runter und wieder ein bisschen hoch und dann ging das erst wieder runter. Also es war doch nicht ganz ohne, besonders die Strecken mit dem Gegenwind. Boah, aber hier ist ja wieder die tolle Taube hier. Ich kenne das noch hier, das Stück habe ich auch jetzt wieder erkannt. Das ist echt toll, so plätschert es vor sich hin. Klarstes Wasser. Vielleicht nicht das meiste, aber richtig schön. So, jetzt geht's weiter an ihr bis zum Ende, bis Detwang. Das ist ja unterhalb von Rodenburg, da ist der Campingplatz. Es ist eigentlich noch recht früh, sehr früh. Aber ich lasse mir wieder Zeit hier. Die letzten Kilometer, es sind noch 26 Kilometer. Also das wird ziemlich schnell vorbei sein. Ich hoffe, das Wetter hält noch, bevor ich das Zelt dann aufgebaut habe. Naja, weiter im Taubertal hier. Ich habe jetzt noch 9 Kilometer bis zum Campingplatz, also ich bin schon ein ganzes Stück wieder hier hochgerollt. Ein schöner Fluss hier, schönes Tal, man muss aber auch mal wieder bergauf, das weiß ich auch noch. Aber schön. Das Wetter hält sich, es tröpfelt so ein bisschen vor sich hin. Ganz leichtes Nieseln ab und zu, aber nichts, was mich stört. Nicht so wie in Schweden, auf jeden Fall nicht. Naja, auf geht's auf die letzten 9 Kilometer Richtung Detwang. We'll be right back.
Dort bin ich nun. Das Zelt ist schon aufgebaut. Campingplatz Taube Romantik. Da war ich auch schon vor 3 Jahren. Ich fand das gut hier, deswegen bleibe ich jetzt hier. Ja, man könnte natürlich weiterfahren, aber da kommt auf meiner Strecke kein Campingplatz erstmal mehr. Da ist keiner, da ist nichts. Wäre wieder ein Hotel gewesen oder so und da hatte ich keine Lust zu. Dafür ist es heute dann kürzer. Aber ich kann sagen, es war eine kurze, aber doch sehr schöne Etappe am Main. War einfach, denn Gau-Bahnradweg war, wenn der Wind nicht so toll gewesen wäre, auch sehr einfach gewesen von der Steigung. Und jetzt am schwersten war noch hier eine Taube. Also kann man nichts zu sagen, ne? Das hat gut geklappt. Das Wetter war auch eigentlich ganz gut, nur dieses gerade bei Ochsenfurt, die schöne Stadt, naja, da war sowieso genug los. Konnte ich nicht mehr filmen. Da hat es ja ordentlich geregnet, aber hört ihr doch bald auf. Ja, nun ist es hier kurz nach 16 Uhr und ich bin schon fertig. 87 Kilometer, das ist ja gar nichts für mich. Aber ich werde dafür morgen ein bisschen weiterfahren. Morgen wird es wieder über 100 wahrscheinlich werden, wenn alles klappt. Das Wetter, ja, der nächste Schauer kommt schon, wenn er mich trifft hier oder auch nicht. Ja, also vom Wetter her kann ich mich nicht beschweren. Ein Schauer nur in der ganzen Zeit. Es war viel, viel schlechter angesagt. Ich hoffe, dass es nicht zu viel regnen wird, dass ich morgen früh das Zelt dann ein bisschen trockener wieder einpacken kann. Ja, heute bin ich eigentlich auch durch 3 Bundesländer gefahren. Erst Hessen. Ja, was sage ich denn Hessen? 2 Bundesländer. Bayern. Bei Krieglingen war dann Baden-Württemberg und jetzt hier ist wieder Bayern. Ja, es war schon wieder ein Durcheinander. Man wusste fast gar nicht mehr, wo man ist, aber auch völlig wurscht. Deutschland ist Deutschland. Ja, und von der Landschaft her hat sich's wieder geändert. Sieht schon wieder anders aus. Also bis jetzt auf der gesamten Reise richtig toll. Ja, und jetzt werde ich noch was essen. Ich habe hier so ein Schinken. Ja, so ein Schinkenbrötchen. Davon kann ich mir mehr machen. Also heute mal nichts Warmes, einfaches Essen. Muss nicht immer aus dem Biergarten sein, so wie gestern. Das war aber auch toll. Deswegen heute mal ein bisschen weniger. Ja, und durch die Hitze hat man auch nicht so viel Durst gehabt heute. Muss man nicht unbedingt im Biergarten. Nein, Rothenburg ob der Tauber gehe ich jetzt nicht hoch oder fahre hoch. Ich kenne das ja schon. Ihr kennt das auch schon aus vielen anderen Videos. Also muss ich mir das jetzt nicht sozusagen antun, da noch hochzuradeln. Morgen fahre ich noch viel weiter an der Taube entlang. Ja, und dann rüber. Ja, ich sag gar nicht mehr viel. Wohin werdet ihr im nächsten Teil sehen? Es ist alles was Neues. Habe ich noch nie gefahren, habe ich noch nie gesehen. Die nächsten 3 Tage wahrscheinlich. Nur Garmisch-Partenkirchen kenne ich. Und der Rest dazwischen bin ich noch nie geradelt. Auch mit den Städten bin ich noch nie gewesen. Also, das passt doch. Ab jetzt wird es nochmal richtig interessant. Für mich, für euch. Ja, meine Strecke. Es ist gar nicht mehr so viel. Aber ich muss nochmal wieder nachreden. Habe ich noch gar nicht gerade gemacht. Ist auch egal, wie viel es noch ist. 3 Tage ungefähr noch. Und dann bin ich in Garmisch. Dann habe ich es geschafft. Naja. Ich will auch nicht lange schnacken. Ich will den Abend jetzt nur noch ganz ruhig genießen hier. Wenn die nächste dunkle Wolke kommt. Also, dann danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin Moin oder wie man auch hier sagt, Servus. Apropos Servus, das habe ich heute zum ersten Mal von irgendeinem gehört unterwegs. Vorher war da immer nur Hallo. Also, tschüss. Mahlzeit.